Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich einmal wieder auf eine Frage antworten und hoffe, dass euch dieses Thema auch interessiert und hoffe vor allen Dingen, dass ich ein bisschen zur Aufklärung beitragen kann. Entschuldigt bitte, wenn ich in dem Video immer mal hier hinten gucke, wenn da ein Auto vorbeifährt, weil ich erwarte eine Bestellung. Es ist die erste Bestellung, die ich in der Türkei gemacht habe und ich bin mega gespannt, ob sie ankommt. Ich habe eine Bestellung im Internet aufgegeben und ich habe heute eben gerade die Zusage bekommen, dass sie schon unterwegs ist und geliefert wird und jetzt wirklich richtig gespannt, ob das ankommt. Wenn ja, dann kann ich ja noch viele andere Dinge bestellen, denn im Internet ist es wirklich sehr viel günstiger als teilweise hier in den Geschäften. Aber ich möchte heute bei einer Tasse Kaffee. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich ab und zu trinken muss, ne? Aber ich brauche ein bisschen Koffein. Ich bin echt im Marathon, was das Drehen gerade anbetrifft. Ich möchte heute mich einmal wieder ein bisschen erklären. Und zwar möchte ich euch erzählen, warum meine Videos in letzter Zeit sehr islamlastig sind. Ich weiß auch nicht genau, was ich da immer hochlade morgens. Und ich setze mich immer morgens hin und lade alle meine Videos für den ganzen Tag einmal hoch, wenn ich es dann schaffe. Und in der Masse der Anzahl von Videos, die ich gedreht habe, bin ich ein bisschen verplant darüber, was ich gerade nach der Reihe immer hochlade. Aber ich weiß, dass es schon viele Themen sind, die den Islam direkt betreffen. Ja? Und ich weiß auch, dass ganz viele Zuschauer auf meinem Kanal, die es gar nicht interessiert, weil sie keine Muslime sind oder weil sie sich mit dem Thema nicht beschäftigen wollen oder weil sie eben andere Themen haben, die für sie wichtig sind im Leben. Und das ist ja auch, jeder muss das für sich natürlich entscheiden. Ja, das ist ja für jeden auch in Ordnung. Nur für mich muss es dann aber auch in Ordnung sein, dass ich über die Themen berichte, die mich ganz besonders interessieren. Und ich habe wirklich, wie viele Jahre mache ich YouTube? 7 Jahre. Ich habe die ganzen Jahre über Religion und Politik aus meinem Kanal rausgehalten. Ganz bewusst, ja. Aber inzwischen bin ich eben praktizierende Muslime und das bedeutet, dass ich nicht nur Muslime im Kopf bin und mich zu dieser Religion bekannt habe, sondern dass ich sie auch wirklich lebe und das ist sehr wichtig. Ja, es gibt nämlich einen großen Unterschied dazu zu Muslimen, die eben nichts für die Religion tun bzw. sie nicht leben und Leuten, die das eben tun. Und das ist für mich wirklich, das gehört dazu. Ja, wenn du den Islam praktizierst, wenn du ihn ausübst, wenn du ihn lebst, ja, und ihn auch nach außen sichtbar machst, denn die Religion ist so präsent, es ist unmöglich, sie zu übersehen. Ja? Wir sprechen anders, wir sehen anders aus und wir verhalten uns vor allen Dingen auch anders. Und insofern ist es gar nicht möglich, das nicht zu entdecken. Und deswegen hat es auch keinen Zweck, das zu verheimlichen oder zu überspielen oder Dinge vielleicht im Zuge oder dem Gefallen anderen Leuten gegenüber, die mir zuschauen, das anders zu tun. Ja? Ich habe nun mal, das habe ich schon immer so gemacht, Dinge, die mich in meinem Leben ganz besonders tangieren gerade, die bespreche ich mit euch. Das geht doch auch gar nicht anders. Es gibt ja nichts, was in meinem Kopf im Moment sich anderes befindet. Der Islam ist, wenn man ihn praktiziert, für einen Menschen das Wichtigste. Und das steht auch über alles, was es auf dieser Welt gibt. Ja, den Ehemann, die Kinder, sogar uns selbst. Ja, für uns zählt nur die Religion und die Ausübung dessen. Dass ich euch da gar nicht ganz so mit reinbringe, das müsst ihr mir einfach glauben, ja, weil ich bin viel mehr mit dem Islam beschäftigt, als ich euch zeige. Aber das, was ich euch zeige, ist ja schon viel. Und das, was ich euch erzähle in meinen Talk-Videos immer am Vormittag, ist ja auch schon sehr viel und sehr islamlastig geworden, ist aber noch gar nichts im Vergleich dazu, was ich, wie ich den Islam sonst lebe. Ja, er steht voll und ganz, mein ganzes Leben, mein ganzes Dasein, mein ganzes Tun, mein ganzes Denken ist präsent darüber. Und ich rede da nur nicht so viel drüber, weil es eben nicht gut ist. Ja, ich hatte euch schon mal ein Video drüber gemacht, das möchte ich jetzt hier gar nicht so ausführen. Wir sollen eben die guten Taten, die wir für Allah tun, nicht
unbedingt, ja, nicht unbedingt. Da gibt es natürlich bestimmte Dinge, die man beachten muss. Man kann es machen, muss aber sehr sicher sein, dass es auf gar keinen Fall in die Richtung angeben und protzen geht. Ja, denn dann würden wir die Anerkennung ja schon von den Menschen bekommen, denen wir das erzählen und nicht von Allah. Dann ist es sinnlos, dies zu tun. Angeben und protzen, nicht nur mit der Religion, sondern auch mit allen anderen Dingen, das dürfen wir einfach nicht. Ja, wir dürfen nicht damit protzen, dass mit etwas, was Allah uns gegeben hat. Ja, da haben wir ja keinen Anteil dran. Das ist so passiert, weil Allah wollte, dass es so passiert. Und dann damit anzugeben und uns über andere Menschen zu stellen, mit dem, was wir erreicht haben, mit dem, was wir bekommen haben, mit dem, was wir sind oder mit dem, was wir tun. Ja, auch damit geben wir an und öffnen damit dem Shaitan, dem Teufel auch Tür und Tor, ganz in unsere Herzen einzudringen und uns eben dementsprechend dann falsch auch zu verhalten. Und deswegen erzähle ich euch ganz viele Dinge gar nicht. Aber der Islam ist sehr präsent und überall, bei uns in der Familie, überall. Und insofern geht es gar nicht anders, dass auch meine Talk-Videos über dieses Thema ab und zu, vielleicht auch mehr als ab und zu handeln. Und mal Kaffee trinken dazwischendurch, ne? Im Zuge dessen muss ich auf Verständnis hoffen bei euch, ja. Ich weiß, dass natürlich ich den Kanal anders aufgebaut habe, ja, und dann auch damit rechnen muss, dass viele das nicht interessiert, ja. Aber ich glaube schon, und davon bin ich überzeugt, dass meine Community nicht unbedingt die Themen mag, die ich präsentiere, sondern einfach mich als Person mag. Ja, davon gehe ich einfach mal aus, weil sonst kann man so viel Gequatsche den ganzen Tag ja nicht ertragen. Ja, ich erzähle ja so viele unterschiedliche Sachen und so viele unterschiedlichen Themen behandle ich. Ja, das wackelt da in den Bäumen ein bisschen, aber guck, ich glaube, es ist ein Vogel. Als wären ja wohl meine Hunde angeschlagen, oder wenn das irgendwas anderes wäre. Ich sag's euch, ne, nach dem Schlangenalarm da vor der Tür. Für alle, die das nicht mitgekriegt haben, wir hatten ja in der Anlage vorgestern Schlangen, mehrere, und dann haben die Feuerwehr die weggeholt. Aber ich sag's euch, ganz eklig. Zumindest eine. Die anderen haben sie nicht gefunden, ne? Naja, und dafür muss ich einfach, darauf muss ich hoffen, was anderes kann ich gar nicht machen. Was ich aber auch hoffe, ist, dass auch viele Themen, die im Islam tatsächlich sehr wichtig sind und gar nicht bekannt sind, ja, weil das einfach überhaupt nicht. Darüber wird nicht so viel erzählt, finde ich. Das Einzige, was immer in den Medien auftaucht, sind so negative Dinge, ja. Aber das Positive und das, was das Ganze eigentlich komplettiert, genau, das wird eigentlich überhaupt nicht dargestellt, ja. Es gibt so viele Dinge, die so schön sind, ja. Bescheidenheit. Hoffnung gebend, Hilfsbereitschaft und Ehrlichkeit, Authentizität, das ist so, so wichtig bei uns. Und all diese schönen Dinge, die ja einen guten Menschen eigentlich auch im Nichtgläubigsein, einen Nichtgläubigen auszeichnen, davon weiß man gar nichts, ne? Und man sieht bloß das Kopftuch, was eventuell hässlich ist, und man sieht verschleierte Frauen. Aber warum sie das machen und was für ein Sinn und Zweck überhaupt dahinter steht, das will man gar nicht begreifen. Da will man einfach kein Verständnis für haben, weil es etwas ist, was man überhaupt nicht für sich selbst jemals in irgendeiner Art und Weise haben möchte, ja. Finde ich so ein bisschen grenzwertig. Man muss immer versuchen, Verständnis auch für andere Menschen zu haben. Das geht gar nicht anders, ja. Der eine ist dick, der andere dünn, der andere schön, der andere hässlich. Der dritte hat kurze Haare, der vierte hat farbige, der fünfte hat, weiß ich nicht, dunkle Haut, der dritte hat ganz helle, bräunliche Haut, der dritte hat rote, wie ich, und einer hat grüne, blaue oder gemischte Augen. Ja, es gibt ja auch Menschen, die haben zwei verschiedene Augenfarben. Also die Menschen auf dieser Welt sind so unterschiedlich, und jeder Mensch, dem man begegnet tagtäglich, ist unterschiedlich in dem, was er denkt, schon allein, ja, und in dem, wie er handelt, in dem,
wie er, was er arbeitet, was er für Interessen hat, für Hobbys, ja. Der eine, der hat sagt, ich fische, ja, ich Fishing ist mein Hobby, also Fische fangen. Und der andere sagt, ja, das kann ich jetzt gar nicht verstehen, die armen Fische, ne, weil wenn man sieht, wie diese Haken da aus diesen Mäulern rausgerissen werden. Genau, also wie gesagt, es gibt verschiedenste Menschen, die verschiedene Dinge tun, von denen die einen denken, das ist nicht gut, das würden sie selbst nicht machen und sich dafür einsetzen, dass auch andere es nicht machen, in einem Rahmen, der erlaubt ist und der sozusagen den Gesetzmäßigkeiten des Landes und auch der Kultur entspricht und auch der Menschlichkeit. Ja, nicht immer was Gesetze sagen, ist ja menschlich. Ne? Das muss man ja dann auch nochmal wieder in Abwägung stellen. Und für mich ganz persönlich ist eben die Religion, der Islam, ideal und die einzig wahre. Ja? Sonst wären wir keine Moslems. Und insofern gibt es in meinen Gedanken und in meinem Handeln und in dem, wie ich aussehe, wie ich auftrete, wie ich spreche und wie ich handle, das kann man gar nicht übersehen. Und ich kann es auch nicht verbergen und ich möchte es auch nicht. Ja? Weil das sind Themen, die mich in meinem tagtäglichen Leben beschäftigen. Und ich kann ja nicht, wenn du so viel von dir selber preisgibst, ja, in die Öffentlichkeit, dann kannst du das nicht verstellen. Du kannst nicht so tun, als wäre das alles nicht in deinem Kopf, weil ich bin ein sehr ehrlicher Mensch. Ehrlichkeit ist für mich schon immer das A und U gewesen. Wenn ein Mensch nicht ehrlich ist, dann habe ich wirklich große Schwierigkeiten, mit diesem Menschen in Kontakt zu bleiben, weil man kann dem ja nicht vertrauen, ne? Und du kannst dich ja nicht darauf verlassen, was er dir sagt. Du kannst dich auch nicht darauf verlassen, dass das eingehalten wird, was er dir da erzählt. Und das ist schwierig. Ehrlichkeit muss auch jeder selber wissen, wie er das handhabt. Für mich ganz persönlich eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Und deswegen kann ich unmöglich etwas vorspielen. Ja, das ginge auch gar nicht, weil die Menschen mich natürlich kennen, wenn man so viel Content produziert, wenn die Hunde sich so einmal Schreck bewegen, kriege ich immer einen Schreck, ne? Das geht nicht. Und deswegen sind Islam-Themen ja auf meinem Kanal präsent. Vielleicht wird das auch nicht immer der Fall sein, weil ja auch mein tägliches Leben sich ständig verändert. Und irgendwann ist es vielleicht auch so in meinen täglichen Alltag eingedrungen, dieses Leben, ist es so selbstverständlich und so, so selbstfließend auch geworden, dass ich da nicht mehr immer drüber sprechen muss. Aber im Moment lerne ich noch sehr viel. Ja, ich kann auch gar nicht so viel, wie es vielleicht aussieht. Ja. Für mich gab es, kann man vielleicht auch noch mehr erklären, früher immer nur den Koran. Ich habe mich mein ganzes Leben nur auf dieses Buch spezialisiert. Ich habe alles andere ausgeblendet, weil ich eben so ein kritischer Mensch bin. Ja. Und ich glaube wenig Leuten und ich glaube auch schon mal gar nichts, was mir irgendjemand erzählt. So war ich bisher immer drauf. Ja. Dass aber der Koran nicht ausschließlich als Lebensvorschrift genommen werden kann, das ist klar, habe ich aber erst sehr spät gelernt. Denn im Koran steht ja weder, wie du richtig beten sollst, sondern und es steht auch nicht, wie du richtig fasten sollst. Und allein schon diese beiden Aspekte leuchteten mir ein, ja, weil du brauchst das Leben unseres Propheten Mohammed, Allah, auf Arabisch fällt es mir immer noch schwer, ich sage Friede und Segen sei mit ihm, genau, und insofern ist es wichtig, dass wir das Leben und die Sunna, die Propheten verbreitet haben, mit bedenken und mit aufnehmen und auch lernen. Ja? Und es ist für uns Muslime Pflicht, uns weiterzubilden und Wissen aufzuarbeiten. Und das muss man alles so mit der Zeit lernen. Ich bin noch voll da drin im Lernprozess. Ich habe wirklich gar nicht so viel Wissen, was das Ganze betrifft. Aber ich versuche mich sehr viel auch weiterzubilden. Für mich war, wie gesagt, immer der Koran ausschlaggebend und was da drin stand, das ist ja auch das Ausschlaggebende, aber es gibt noch viel, viel mehr, weil man kann, wenn man nicht Arabisch spricht, sondern wenn man sich auf Übersetzungen verlassen muss, ist es immer schwierig zu glauben, dass man das alles auch richtig verstanden hat, weil
Das ist alles so, die arabische Schrift ist so kompliziert und so vielfältig in der Sprache. Ich glaube, eine Übersetzung ist da immer nur minderwertiger als Ersatz. Und da ich Arabisch nicht spreche, und ich versuche halt auch so die täglichen, ja, wie haben die Propheten gelebt? Ja, wie war das in der Umsetzung des Islams? Natürlich treten auch immer alltägliche Probleme auf, die gar nicht im Koran stehen. Ja, zum Beispiel, wie ist eine Reinigung des Körpers ganz genau zu vollziehen? Wie muss man genau vonstatten sein, damit man überhaupt zum Gebet gehen kann? Und wie betet man denn ganz genau und ganz speziell? Welche Gebete betest du auch? Das sind ja alles Dinge, die gar nicht so genau im Koran stehen, und auch Probleme so, weiß ich nicht, zwischenmenschlicher Art, ja. Was passiert denn, wenn das und das vorkommt? Und wie ist es genau, wenn man isst? Was gibt es da für Gesetzmäßigkeiten oder was sollte man tun? Es ist ja immer die Sunna der Propheten, also immer die freiwillige Handlung, die unsere Propheten uns vorgelebt haben und wir nach Möglichkeit auch nachleben sollten. Außerdem müssen wir dann immer auf verlässliche Quellen zurückgreifen, also Quellen, die mehrfach auch gesichert sind. Denn es gibt in den Überlieferungen, also in den sogenannten Hadithen, mehrere Sachen zu beachten. Es gibt welche, die sind sehr gesichert, durch viele Gelehrte abgesichert, ja, zum Beispiel Al-Bukhari, das große Buch, was ich hier ja auch habe. Und da gibt es aber noch mehrere Hadithe, viele, viele Hadithe, die gesichert sind. Und da muss man auch immer gucken. Ja, man hört von der Seite da irgendwas, man hört von der Seite irgendwas. Und dann gibt es auch noch Menschen, die das so auslegen oder so auslegen. Jeder muss da so seinen eigenen Weg finden. Auch ich ich versuche das immer alles so richtig zu machen. Ich habe zum Glück meinen Sohn, der sich sehr gut auskennt, und dann kann man immer fragen und dann kann man sich auch sicher sein, dass das in Ordnung ist so. Aber das ist immer so die letzte Möglichkeit, wenn ich tatsächlich gar nicht mehr so weiterkomme. Was war das? Ich glaube, das sind die Leute, die da arbeiten, ne? Aber im Nachbarsgarten arbeiten die nicht, glaube ich. Aber letztendlich ist es so, dass ja, man sich unheimlich viel weiterbilden muss und Dinge, die man gelernt hat, dann auch, weiß ich nicht, ein bisschen auch überprüfen sollte, ob das auch wirklich richtig so ist und ob man es auch richtig ausgelegt hat und richtig interpretiert hat, ja, und ob man es dann auch wirklich richtig macht. Man soll es schon so machen, wie es auch richtig ist und nicht von irgendwelchen Leuten irgendwas gehört haben und dann denken, das ist alles so. Ist alles nicht so einfach, erfordert auch viel Zeit und einen großen Lernprozess vor allen Dingen, und den versuche ich mit euch ein bisschen ab und zu, ja, ist jetzt auch nicht so viel aufzuarbeiten. Und es gibt ja auch viele Muslime unter euch, das weiß ich ja, und Menschen, die sich dafür interessieren. Und es gibt ja auch Menschen, die immer wieder, Sonne blendet, ne? Die immer wieder neu auf meinem Kanal dazukommen. Vielen Dank im Übrigen dafür. Und ja, ich hoffe, dass ihr mir auch weiterhin gewogen bleibt, dass ihr auch weiterhin bei mir bleibt, und würde mich jedenfalls freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis bald. Tschüss.